Hat mega geil, den klauen kannst, wusste ich gar nicht. Auf die Idee käme ich tatsächlich gar nicht, den einfach so mitzunehmen. Gucken wir mal kurz hier nach. Das können wir nämlich mal machen. Ja. Nein. Unlucky. Oder? Solide. Ich kann aber auch nicht mehr in den Laden rein, weil ich sonst umgebracht werde. Wirklich? Really? Jetzt will ich es doch machen. So, es ist schon ein Stück. Wobei die Rubine scheinen sehr einfach mitzunehmen zu sein, weil diese eine Kralle, den jetzt wahrscheinlich auch wieder... Komm schon. Ja. Solide, würde ich sagen. Ach, das ist ja ein Herzteil. Das sehe ich ja jetzt erst da oben. Hätte ich drauf geachtet. Das wird aber wieder schlimm, Wo fährt das? Ist da. Oh, komm schon. Dieses scheiß Timing, das ist so furchtbar. Einmal probieren wir es noch. Was? Das ist ein Scheiß. War viel zu früh, ne? Das war so mies. Okay, danke. Danke! Yay. Yay. Also quasi gut auf null. Aber dafür haben wir ein Herzteil. Yay. Alles klar, ey. Bin ich ja wieder bedient hier. Gut. Gut, gut. Ist der eigentlich jetzt inzwischen dankbar und gibt uns... Klau dir mal den Poker aus dem Laden? Nein! Nein! Ich bin mit allen hier total gut Freund. Du musst nur aufpassen, dass der Besitzer nicht hinguckt. Nein, ich klau den Bogen nicht. Nee. Au! Ich bin der ganz Nette hier. So, da ist noch eine Kiste, aber ich weiß halt nicht, wie weit ich an die Sachen jetzt drankomme, an die ich vorher nicht drankam. Es kann gut sein, dass wir da inzwischen hinkommen. Das können wir mal ausprobieren. Wobei, eine Sache wollte ich auch mal schnell gucken. Genau, da kommen wir jetzt auch rein hier. Da kommen wir schon ewig rein, ich war noch nicht drin. Das ist bestimmt die Bibliothek, oder? Von der wir schon so viel gehört haben. Oh oh. Raumschrein. Irgendwas ist ja doch faul, oder? Danke. Thank you.
Du hast die Ocarina erhalten. Du sollst ein paar Lieder lernen. Das ist ein Gag wegen... Das ist aber kein... Ein kleines Instrument mit bezauberndem Klang. Ja, es ist eine Ocarina. Aber was sollst du nur spielen? Ich weiß es nicht. Ich besitze keine. Eieiei. Okay, danke. Danke, Traumschrein. Ocarina und 100 Rubine. Es ist ja super. Wie viel fehlt jetzt noch? Gut und... Wie die Noten runterfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit der Ocarina vielleicht... Ach, sie ist weg. Wo ist sie hin? Ah, ich weiß, wo sie ist. Nee, ich will nicht angeln. Das ist doch alles Lumperei hier. Die Switch braucht unbedingt Erfolge. Das fehlt noch. Kann man da nicht runtersprinten? Jo. Au, ja klar. So, es war doch die Rede davon, dass sie immer an den Strand geht, wenn die manchmal nicht da ist, oder? Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Das werden wir nie erfahren. Und hier habe ich noch das Symbol, als wäre hier irgendwas drin. Weiß es aber nicht. Was ist der hier? Wo läuft der denn hin? Weg. Okay. Da, wo siehst du doch. Oh, Link, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Ja, klar. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Aber da muss es doch etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Link, da war ich ganz außer mir. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt singen. Aber ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Hallo, Link! Hörst du mir überhaupt zu? Nein! Einfach Nein sagen! Wie gemein ist das denn bitte? Natürlich hören wir zu! Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Link. Vergiss, was ich gesagt habe. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Also gut, dann mal los. Mega geil! So macht man das, Mann. Was? Nein! Steck mir die jetzt in unsere Hosentasche, oder was? Marien, kommt mit, das ist die Gelegenheit. Moment mal. Moment mal, was will das Spiel mir gerade andeuten? Ah, ist das süß! Sie singt nicht mit, schade. Hör auf, das ist ja schrecklich. Bitte was? Was habe ich gesagt? Nein, das hast du dir nur eingebildet. Oh, ist das süß! Und die Musik ist geil.
Ich hätte einfach da rumgehen können wahrscheinlich, ne? Probier ich mal kurz aus. Ich würde mal gerne wissen, ob die daher springen kann. Die ist so süß! Kann ich wieder hier reingehen? Es tut mir so leid, Leute! Es geht nicht, ne? Na okay, alles klar. Entschuldigung, ich muss es ausprobieren! Irgendeinen Sinn muss das Haus hier haben! Okay. Ja, klar! Hat die auch Pegasus-Stiefel an, oder was? Pegasus-Stiefeletten. Ah. Da oben muss ich. Könnte mich wahrscheinlich jetzt auch porten, aber ich finde das einfach zu geil, mit der jetzt rumzulaufen. Der Soundtrack geht richtig ab, Mann! Meine Facecam, achso. Gute Frage, hier ist sie. Da ist sie. Die war noch in der Videosequenz. So. Alter. Hör auf damit. Gib mir deinen. Mann. Oh. Dann krieg ich wieder Aggressionsprobleme hier. Ich dachte, das hätte ich hinter mir. So. Einmal schnell durch hier. Oh. So. Ha ja, ha ja. Zack. So. Ich finde es aber auch geil, dass sie einfach mitkommt. Einfach so, ja, okay. Machen wir. Ist das der Hibiskus in ihrem Haar, den ich brauche eigentlich? Kann ich dir den klauen vielleicht? Juhu, da ist sie ja, Marin! Ja, der hat ja nach ihr gefragt, da hab ich dran gedacht. Okay. Das ist die Gelegenheit, was sollte das denn heißen, ey? Da ist es ja, das Walross. Soll ich es aufwecken? Ja, bitte. Das Spiel macht mich fertig. Aha. Das ist aber jetzt munter. Hä? Ich glaube, das will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, dieses Kanickel. Tja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zoodorf. Komm doch später auch mal vorbei, Link. Ja. Die Durstbüste. So. Moment mal. Ein bisschen Durst bekomme ich ja wirklich. So, kann ich euch besiegen? Okay, ihr seid wie in Mario. Alter! Noch schlimmer als Mario. Okay. Sieht sehr einladend aus hier, auf jeden Fall. Da ist so Treibsand, das bringt mich bestimmt um. Und hier oben drauf. Das ist nur der Rückweg wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Ich bin gerade ein bisschen auf Speedy. Die See birgt Wellen, der Schlaf birgt Träume, beide vergehen am Ende. See und Träume vergehen am Ende. Okay, da war jetzt eine Treppe, die habe ich gesehen, aber was ist hier jetzt noch?
Deine. Selbstverständlich die obligatorische Muschel. Eine Zaubermuschel. Dankeschön. Jo, einmal der Treppe hier runter. Ah, da oben sind die Ruinen. Nee. Nee, danke. Was ist hier los? Ist hier nichts. Ich dachte eigentlich, dass Marien uns was über die Ocarina zeigt, beziehungsweise uns ein Lied beibringt, hätte ich eigentlich gedacht, tatsächlich. Ich habe mir mehr aus dieser Höhle erhofft als ein Herzteil. Hat ja gesagt, Durstwüste ursprünglich. Und das hat auch jetzt hier am Telefon der Typ gesagt. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen und meine Ruhe zu stören? Soll ich das denn timen oder mache ich wieder irgendwas falsch? Kann ich hier reingehen? Ah, okay. Und dann kommt man hier in der Höhle raus. Okay, das habe ich jetzt schon mal verstanden. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Die Herzen floppen so weg, wenn man nicht aufpasst. Ah, okay. Okay. Das war nix. Das war auch nix. Okay. Nein! Okay, ist der jetzt hier unten drin wenigstens? Ja, okay. Was ist das? Der Wunderschlüssel. Ich weiß selbstverständlich genau, wozu der gehört. So. Ja, mega gut, oder? Das hat auch ganz gut funktioniert. So. Okay, so, gehen wir mal zum Zorodorf zurück. Ich mag den Uhu übelst, ne? Warum gibt's nicht mehr Amiibos? Uhu! Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Nach unten springen? Muss ich den nicht einfach da reinstecken? Und fertig ist?
Oder? Finde ich blöd. Okay. Oh! Ach, ist das schön. Total hin und weg von Mariens Lied. Total hin und weg. Und der Vogel, ist das süß. Ja, du hast ja eine tolle Ocarina. Willst du mich beim Singen begleiten? Und? Wie gefällt dir dieses Lied? Mitreißend, oder? Kannst du es dir merken? Mega geil, oder? Richtig schöne Szene. Du hast die Ballade vom Windfisch gelernt. Sie wird in deinem Herzen auf ewig weiterleben. Bitte vergiss niemals dieses Lied. Oder mich? Oh, sie ist so süß! Oh, sie ist so süß! Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Autsch. Okay. Ich versuche erstmal einfach jetzt ganz stumpf den Schlüssel an dieses Schlüsselloch zu stecken. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass es auch schon funktioniert. Sag mal nicht zu den Augen vom Fisch, aber ich frage mich jetzt natürlich trotzdem, wie ich da hinkomme. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt das gilt mit dem Runterspringen, oder? Das ist der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wir müssen es herausfinden. Wir sind irgendwie da hochgekommen, ne? War das durch die Höhle? Nein, anders geht's ja gar nicht. Es muss ja durch die Höhle gewesen sein. Nein, da war ein schöner blauer Rubin. Ah, okay. Für einen Rubin verzichte ich mal. Boink. Uns fehlt noch irgendeine mögliche Bombenpfeile wahrscheinlich oder sowas. Kann ich mir vorstellen.
Das sind so viele Autos. Ich hab kein Essen für dich, es tut mir leid. Wo komm ich jetzt durch? Hier kann ich jetzt runterspringen. Solide. Was ist hier jetzt? Ach, hör auf. Okay, so kommen wir dann zurück. Na, das ist die Verbindung. Das ist ja spannend. Okay. Okay, gehen wir mal hier rein. Das ist dann das nächste Dungeon, Leute. Auf geht's. Wundertunnel. Das hört sich so positiv an. Die Musik ist so schön. Alter! Ach stimmt, die muss ich ja erst... mich darüber. Ach, komm schon. Ich war drüben. Sollen die geile Musik, Mann. Kann ich die schieben? Nein. Nein. Jetzt schon der Kompass, mega geil. Okay. Das haben wir noch nicht. Es ist so abgedreht, ey. Einfach so hübsch. Obwohl es so altmodisch ist, ja. Das ist echt nicht so schön. Das ist so merkwürdig. Oh, es ist viel zu kompliziert alles. Die Karte, warum finde ich denn alle Sachen direkt hier? Also hier kann ich auf jeden Fall rüberspringen. Ich bin so kaputt. Dieser Block ist äußerst brüchig. Vielleicht kriegt man ihn irgendwie kaputt. Okay. Unser erster Schlüssel. Okay. Nein, ganz schön Bomben. Scheiße. Noch ein Schlüssel? Nein! Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, weil ich in den Chat geguckt habe. Mann. Okay, hier ist nichts mehr, ne? Nein, nein. Nein! Ah, ich muss aufhören, nicht auf den Bildschirm zu gucken. Scheiße, Entschuldigung. So. Okay. Kommen wir hier nach unten? Nein. Oder? Nein. Also mit dem Sprint springen ist echt schwierig. Kann ich den auch runtersprinten? Wow. Okay, das... Wenn er ein Weg wäre, würde es vielleicht auch Sinn machen. Okay. So, hier ging es auch noch weiter. Aha. El Schnabelo de Steinelo. Gut zu wissen, dass der auch da ist. Jetzt können wir da unten ja eigentlich weitergehen. Wo war noch eine Tür? Da oben. Und dann gehen wir unten an. Ist gut hier. Sehr nett, nochmal neue Bomben. Und die ultimative Macht. Yeah! So. Thank you.
Alle Schlüssel weg. Weiterkommen soll. Scheiße, hier komme ich auch nicht weiter. Eine Sackgasse, nein. Ach, dieses Millimeterchen, das kann ja nicht wahr sein. Oh. Komm ich da jetzt nicht rüber? Kann ja auch nicht. Oder? Kann ich schon, aber das ist diese blöde Vase im Weg, ne? Guck mal genau hin, kannst du. Ich könnte schief drauf, aber. Geil. Nee, ich will aber auch nicht meine ganzen Herzen hier verprasseln, das ist auch Quatsch. So, dann müssen wir jetzt mal unsere Möglichkeiten abstecken hier. Linksrum geht's ja gar nicht weiter, ne? Nee. Rechtsrum geht auch nicht weiter? Nee. Na, da unten kommen wir nicht? Nee. Da oben noch irgendwas? Nee. Nee. Rechts war auch nichts mehr. Da oben bekommen wir die Tür nicht auf, dann kommen wir da nicht hin, dann kommen wir da nicht hin. Oh. Oh. Maybe I've seen what I missed. Da unten ist nämlich die Tür. Da habe ich sie gesehen. Ich bin ein bisschen dusselig gerade, glaube ich. Hallo, meine Freunde. Hallo, hallo. Hau ab. Aha. Burn! Herz nehme ich gern mit. Und ein Schlüssel. Primissimo, bravo, bravo. Und damit kommen wir jetzt oben nämlich durch die Tür durch. Dann fehlt uns quasi ein Item, womit wir weiter springen können oder sowas. Irgendwas fehlt uns auf jeden Fall noch. Lasst mich in Ruhe. Eine Schutz, Eichel oder Nuss, wie ihr möchtet. Ja. Alter. Ich darf wenigstens den Weg freischieben hier. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie Rückweg oder so, keine Ahnung. De-de-de-de. Der schwimmt bestimmt irgendwo hin, oder? Das Funkeln der Platten ist des Rätsels Lösung. Das Funkeln der Platten? Ich sehe hier ein Funkeln. Kann ich da drauf gehen? Ey, der hat gesagt. Lügen!
So, die müssen erstmal abheben. Sollen das? Ja, ich ertrage keine Enttäuschungen mehr in meinem Leben. So, was haben wir hier? Noch ein Raum. Das ist das Funkeln der Platten, ich verstehe. Was hier los? Oh mein Gott. Okay, noch ein Schlüssel, das ist super. Warum leuchtet denn die und dann kein anderer mehr? War aber schon wieder. Nee. Fifty-fifty. Nein. Scheiße. Ach, come on. Okay. Mega geil. Didididi. Oh nee. War aber schon wieder knapp, ne? Hier drin, noch ein Schlüssel. Der Bossschlüssel! Geil! Es sieht alles süß aus in diesem Spiel. Es sieht einfach alles süß aus. Ja, was können wir denn jetzt machen? Also da weiß ich nicht, wie wir da dran kommen tatsächlich. Habe ich keine Ahnung. Maybe mit dem Bogen, dass wir mit dem Bogen diese Vase kaputt schießen müssen. Das kann ich mir gut vorstellen. Der Bossraum ist da. Das heißt, da kommen wir dann durch diese Treppe hier wahrscheinlich hin. Da ist noch eine verschlossene Tür. Gehen wir da jetzt zuerst hin. Wie kommen wir da hin? Diesen komischen Weg. Schaffen wir das denn da durchzusprinten? Wow! Nein. Ein Versuch war's wert. Gib mir Herzen. Nee, ich muss jetzt tatsächlich nochmal runter.